Herzlich willkommen zur diesjährigen Verleihung der Obermeier Awards, die heute wunderbarerweise mit Ihnen, mit Publikum hier vor Ort stattfinden kann, hier im Berliner Abgeordnetenhaus. Ich begrüße alle Preisträgerinnen und Preisträger, die Jurymitglieder und Mitglieder der Familie Obermeier. Und wir fahren heute Abend gewissermaßen zweigleisig, liebes Publikum. Und so darf ich nicht nur die Menschen hier vor Ort ganz herzlich begrüßen, sondern auch alle, die uns heute digital zugeschaltet sind und diesen Abend mitverfolgen. Toll, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Shelley Kupferberg. Ich freue mich, heute ein wenig durch diese Preisverleihung zu führen. Noch einmal ein herzliches Willkommen an Sie alle. Ja, wir befinden uns hier im Plenarsaal im Abgeordnetenhaus von Berlin und dieses Haus ist ja seit vielen Jahren Gastgeber der Obermeier Awards und ich freue mich sehr, an dieser Stelle den Hausherrn und Gastgeber bei mir begrüßen zu dürfen, den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin. Einen schönen guten Abend, lieber Dennis Buchner. Und diese Preisverleihung, sie findet tatsächlich seit 2002 hier statt, im Abgeordnetenhaus von Berlin. Wie kam es eigentlich dazu, Herr Buchner? Da war ich noch nicht dabei. Ich habe mir erzählen lassen, dass der damalige Präsident des Abgeordnetenhauses, einer meiner Vorgänger, Herr Führer, eingeladen war bei der, ich glaube, ersten Preisverleihung der Obermeier Awards im Zentrum Judaicum. Und da wurde es da schon ein wenig eng, weil das Interesse groß war und dann entstand die Idee, es im Abgeordnetenhaus zu machen und ich kann mir nichts Besseres vorstellen und keinen würdigeren Rahmen als hier im Berliner Landesparlament. Welch schönes Angebot und seit 20 Jahren, über 20 Jahren ist das also nun der Fall. In den letzten Jahren, liebes Publikum, haben wir dann nur digital das Ganze hier gemacht. Warum liegen Ihnen persönlich, Dennis Buchner, diese Preise so sehr am Herzen? Weil es immer wieder wichtig ist zu erinnern, wer die Vergangenheit nicht kennt, der kann auch Zukunft nicht gestalten. Und es ist gerade in dieser Zeit, wo wir auch wieder Hass, wo wir Vorurteile, wo wir auch Antisemitismus wieder erleben, einfach einerseits ein tröstliches Zeichen, dass es Menschen gibt, die wir heute auch ehren, die sich mit jüdischer Geschichte, mit dem Zusammenleben von Deutschen und Juden beschäftigen und zwar ehrenamtlich, die das oft mit einem riesigen Engagement machen und damit diese Themen voranbringen. Und auf der anderen Seite ist es auch wichtig für uns als Publikum, auch solcher Veranstaltungen, als Publikum, die heute hier sind, als Publikum an den Bildschirmen zu Hause ein Zeichen zu setzen. Das ist eine Form von lebendigem Erinnern und Erinnern immer wieder, das ist wichtig und das ist uns auch in diesem Parlament ein Anliegen. Wir werden Sie heute noch mehrfach erleben, aber an dieser Stelle erst einmal herzlichen Dank, Dennis Buchner. Dennis Buchner wird nämlich heute die Urkunden mit ein paar anderen Menschen übergeben und dafür immer mal wieder auf diese Bühne zu mir kommen. So, ich darf nun die Juryvorsitzende zu mir bitten, Sarah Nachama. Sie vertritt heute Abend auch die jüdische Gemeinde zu Berlin als Vorstandsmitglied der jüdischen Gemeinde zuständig für Kultur und auch sie ist schon langjährig mit dabei, liebe Sarah Nachama. Wie schön, dass das auch in diesem Jahr wieder der Fall ist. Einen schönen guten Abend. Mich würde wirklich interessieren, ihr macht das ja schon lange, seit dem Jahr 2000. Wie schwierig ist es eigentlich, ja, PreisträgerInnen rauszusuchen aus der Menge der Bewerbungen letztlich? Nach welchen Kriterien erfolgt das Ganze? Naja, wir sind 7 Jurymitglieder und die sind ja, nicht alle sind da, aber überwiegend sind wir heute hier und wir haben auch manchmal große Diskussionen, wen wir nehmen sollen, weil es sind überwiegend sehr gute Bewerbungen dabei und wir müssen nachdenken, wem wählen wir. Manchmal sagen wir sogar, bitte bewerben Sie sich wieder nächstes Jahr, weil wir finden Ihre Bewerbung gut, aber wir haben nur eine Grenze, wie viele Preise wir geben können und dann passiert es auch. Ihr schaut doch immer, dass es so ein bisschen regional verteilt ist, habe ich den Eindruck, also aus allen Teilen Deutschlands zumindest eine gute Mischung gegeben ist. Welche anderen Kriterien gibt es sonst noch? Ja, also für uns ist es wichtig, dass die Menschen, die nominiert werden, weil sie bewerben sich normalerweise nicht selbst, sondern jemand anderes nominiert sie, dass sie etwas für die Geschichte
machen. Besonderes sagen wir für die Familien, die nicht mehr in Deutschland leben. Aber sie sind sozusagen, ihre Vorväter waren in Deutschland, dass sie uns, dass die Menschen, die dann den Preis kriegen, irgendwie das forschen, was war, was passierte mit dieser Familie. Und wenn die aus Israel oder aus Amerika hierher kommen, die Menschen, und ihre Familien suchen, dass, es hilft auch diese kleineren Recherchen, was viele machen, ihre Familie zu finden, ihre Roots, wie man so schon auf Englisch sagt. Das ist unglaublich herzerwärmend, das zu erleben. Wir werden das heute in diversen Filmen anhand dieser Projekte auch erleben, genau dieses Zusammenführen von Nachfahren jüdischer Familien aus Deutschland, die dank der Recherche von so vielen engagierten Menschen auch wieder mit Leben erweckt werden oder zum Leben erweckt werden. Vielleicht noch eine Frage, Sarah Nachhammer, wie sehr haben sich denn die Projekte auch möglicherweise verändert, wenn ein Preis über 20 Jahre existiert? Das sind ja auch neue Generationen, die nachkommen. Ja, das ist richtig. Am Anfang war das nur so eine Award-Ceremony für diejenigen, die mit Geschichte, jüdischer Geschichte in diesem Land sich beschäftigen. Entweder schreiben sie ein Buch oder einen Friedhof, der wahrscheinlich bald kaputt geht. Gehen sie dahin und schreiben den Namen von Grabsteinen. Weil sie wissen, vielleicht kommt jemand und sucht die Familie und dann können wir sie behilflich sein. Jetzt haben wir noch dazu auch Antisemitismus und Hass, wie unser Präsident Herr Buchner schon gesagt hat. Und auch da haben wir Projekte, die wir sozusagen unterstützen oder würdigen. Herzlichen Dank für diesen Einblick in die Juryarbeit. Sarah Nachhammer, Vorsitzende der Jury der Obermeier Awards. Und weil es gerade erwähnt worden ist, eine siebenköpfige Jury, ich darf sie an dieser Stelle mal nennen und diejenigen, die heute auch anwesend sind, kurz bitten, mal aufzustehen, damit wir ein Bild bekommen. Sarah Nachhammer haben Sie gerade kennengelernt, Miriam Bistrovic, ich habe sie heute schon gesehen, Dennis Buchner haben Sie gerade auch schon kennenlernen können. Christina M. Finch ist dabei. Annetta Kahane ist leider heute verhindert. Hanno Löwy habe ich noch nicht gesehen. Nein, ist nicht da, aber Jurymitglied und Henry Obermeier ist ebenfalls von der Obermeier-Familie in der Jury. So, und bevor wir zur heutigen Preisverleihung kommen, liebes Publikum, möchten wir an dieser Stelle die Aktivitäten der Obermeier Foundation ein wenig vorstellen. In diesem Film dazu mehr. Why in the Circle started with this award ceremony that my father started in Berlin that's been going on for 20 years that honors Germans who have done profound work to preserve pieces of Jewish history and culture in Germany. Many of these same awardees have done very, very profound things to fight prejudice or to reconcile with a history that allowed prejudice to grow or to make connections in the world that you would just not expect. Our awardees are amazing. And if you hear their stories, you cannot help but have some hope. I think about the Yellow Brick Wall Project at an elementary school in Berlin. It teaches children about the Holocaust and the importance of preventing hate. The project is so inspiring that it influenced the construction of a memorial to the victims of lynching in Montgomery, Alabama. Or there's a man from southern Germany who spent 40 years in his hometown researching the history of the local Jewish community. Each year, through his efforts, dozens of Jews from around the world come to town to locate their family roots. In addition to seeing where their relatives lived and worked, they get an acknowledgement of how their relatives suffered that is very powerful. Or a teacher whose students are mostly from difficult immigrant backgrounds. She found that empathy for their suffering is the first step in helping them understand the suffering of others. They maintain a Holocaust memorial at a train tracks near their school, a place where thousands of Jews were sent to death camps. But instead of thinking of it as just an award ceremony, you can think of it in a different way, which is it's kind of a platform. This shouldn't just be about an award, it should be about impact. And that's what became Widen the Circle. So we thought, okay, if we're gonna have an impact, we have all these awardees, they have all this knowledge, maybe we should try and start a network.
And that was the beginning of what became the forum, that we building a network that we never had before, both in terms of network of people doing the work, but also a network of what I'll call like visiting experts who are really good at what they do and feel moved by what we're doing. We've started this in Germany because that's where our foundation is, that's where our history is. But we can see how the same activities can be valuable elsewhere. And so now we're beginning both think and do things in the United States where we can experiment and begin to understand what's going to work there. And we know that these issues are relevant in both places. There's a tide of hate out there. And what we know is we have a way of having an impact on it, which is by identifying people who are on the ground level are doing effective things to push back against this tide. And we bring ingredients. We bring our own expertise, we bring our network, we bring the ability to recognize people and to tell their stories and to inspire in order to push back against this tide of hate, to expand what they can do, but also extend it so that other people can do it elsewhere in the world. Widen the Circle finds and recognizes extraordinary work happening in unexpected places, primarily that relates to issues of prejudice and a shared understanding of the past. We are doing this because it's desperately needed. We're doing this because we have a 2-decade history of involvement in these issues. We're doing this because we've developed the capabilities and network and team to have a broad impact. And it's time for us to step up this kind of challenge. Our goal is to widen the circle of respect, understanding, and reconciliation. Soweit also ein Eindruck der vielfältigen Arbeit, des vielfältigen Engagements der Obermaier Foundation. An dieser Stelle möchte ich ganz gerne den Dolmetschenden des Abends danken für ihre Arbeit. Die sitzen da oben. Parisa Parser, herzlichen Dank. Ariane Stark, herzlichen Dank fürs Hin und Her übersetzen Deutsch und Englisch. So, gerade noch hier auf dem Bildschirm, aber gleich schon hier. Ich freue mich nämlich sehr, dass die Familie Obermaier heute in Person von Dr. Judith und Joel Obermaier hier sind. Und beide bitte ich auf die Bühne. Judith, I guess this is a very special moment. Judith, das ist für Sie ein sehr besonderer Moment, hier in Berlin zu sein. Sie haben eine lange Geschichte mit dem Obermaier Award. Haben Sie je gedacht, dass diese Initiative so wachsen würde, wie sie gewachsen ist? Das haben wir natürlich am Anfang nicht erwartet. Als wir angefangen haben, war es noch nicht klar, wie viele Menschen diese Arbeit tatsächlich machen. Aber es hat sich herausgestellt, dass es unheimlich viele Menschen gibt, die solche Arbeit leisten und dass auch die Qualität dieser Arbeit unserer Preisträger, da können wir sicher alle zustimmen, wirklich außergewöhnlich ist. Das sind außergewöhnliche Menschen. Ja, das stimmt. Joel, Sie haben gerade im Film gesagt, dass es eben auch eine politische Dimension der Awards gibt und ihrer Arbeit, ihrer Aktivitäten. Können Sie dazu etwas sagen? Was bedeutet es für Sie, diese Arbeit zu leisten? Welche politische Auswirkungen hat das? Wir müssen natürlich darüber nachdenken, was zurzeit passiert. Wir sehen das in Europa. Das ist fast schon ein Krieg gegen das Gedenken, ein Krieg gegen die Erinnerung. Und in diesem Krieg geht es darum, dass bestimmte Gruppen, bestimmte Individuen die Geschichte für sich zurechtbiegen, um ihre Handlungen zu rechtfertigen. Und deshalb brauchen wir den Award jetzt. Und deshalb ist auch die Arbeit unserer Preisträger und die Arbeit, die wir machen, so wichtig. Und deshalb ist es uns so wichtig, diese Arbeit auch zu unterstützen. Herzlichen Dank an euch beide, dass ihr diese wichtige Arbeit möglich macht, Judith und Joel Obermaier. Vielen Dank. Ja, liebes Publikum, wir kommen nun zur Preisverleihung und zum ersten Preisträger des heutigen Abends. Einen Obermaier Award erhält Jörg Friedrich aus St. Wendel im Saarland. Erst einmal Gratulation. Jörg Friedrich inspiriert SchülerInnen, genauer hinzuschauen und über die Geschichte nachzudenken. Und es geht um die heutige Bedeutung der Geschichte. Hier ein kleiner filmischer Eindruck.
Mein Name ist Jörg Friedrich. Ich bin Lehrer an der Gemeinschaftsschule Hannover in Dürgesmühlen. Ich unterrichte die Fächer Deutsch, katholische Religion und Geografie. Geschichtliches Interesse war bei mir immer schon da. Auch die Dinge, die bei mir zu Hause passiert sind, also Lokalgeschichte. Und den ersten Anlass, dass ich hier in dem Bereich Erinnerungskultur tätig war, war dann eine Anfrage des Adolf-Bender-Zentrums. Das ist ein Kooperationspartner unserer Schule, mit denen wir ganz eng ganz viele Projekte machen. Also die haben Schwerpunkt auch auf Demokratiebildung junger Menschen gelegt. Und die hatten angefragt, ob wir nicht zusammen mit der Gemeinde Nohfelden die erste Stolpersteinverlegung durchführen wollten. Das war der Startschuss der Stolperstein AG im Jahr 2010. Und in der Gemeinde Nohfelden, in der wir hier jetzt sind, gab es 137 jüdische Bürger, die deportiert wurden. Und besonders interessant war es dann, als er uns vorgeschlagen hat, die Patenschaft für den Lotte-Koschelnik-Stolperstein zu übernehmen, da sie so alt war wie wir in der 8. Klasse, als sie deportiert wurde. Und für mich persönlich war es einfach sehr wichtig, allen Bürgern, vor allem in der Gemeinde, zu zeigen, was passiert ist. Weil, wie gesagt, einige gesagt hatten, okay, wusste ich gar nicht. Deshalb muss man daran erinnern, um allen nochmal zu zeigen, wie grausam diese Zeit war und welche auch Einzelschicksale es gab. Die Schüler kommen alle aus den Dörfern hier, aus der Gegend hier. Und irgendwie haben wir das Interesse geweckt, sich auch für die lokale Geschichte zu interessieren. Und so kam die Idee, dass wir eine Ausstellung zur jüdischen Geschichte in der Gemeinde Nohfelden erstellen. Und da gab es dann die Idee, zum einen halt eine Ausstellung zu konzipieren, zu sagen, okay, wir wollen auf gewissen Tafeln diese Ergebnisse mal festhalten. Und dann diesen nächsten Schritt aber auch zu gehen und zu sagen, wir machen nicht nur das, sondern eigentlich passen gar nicht alle Informationen auf die Tafeln. Das heißt, wir wollen es dann auch vielleicht digital aufbereiten. Und da entstand dann in der Zusammenarbeit dann auch die Idee zu sagen, okay, wir machen mal eine Homepage, wo wir diese Informationen alle zusammentragen. Und das ist eigentlich das Schöne in dem Projekt, dass eigentlich eins ins nächste quasi greift, dass man nicht mit einer Idee quasi sagt, man macht das und ist abgeschlossen, sondern immer, wenn man dann was gemacht hat, dann gemerkt hat, okay, es gibt noch weitere Ideen, man kann das Ganze eigentlich noch fortführen. Ich habe ein ganz anderes Verständnis dafür auch bekommen und ich finde das so unfassbar wichtig, dass das alles nicht in Vergessenheit gerät. Und ich finde, dass sich dieser Teil unserer Geschichte nicht nochmal wiederholen darf. Deshalb haben wir uns zu unserer Aufgabe gemacht, an diese Menschen zu erinnern. Und es hat auch was mit uns natürlich gemacht. Ein ganz anderes Selbstverständnis für diese Geschichte dieser Menschen. Es hat einem einfach die Augen geöffnet, dass so etwas nie, nie wieder passieren darf und wie wichtig es einfach ist, dass man darauf ja aufmerksam macht. Also ich glaube, ein Pädagoge, der sich nur als Vermittlung von Fachwissen sieht, der hat seinen Beruf, glaube ich, auch nicht verstanden. Also geht es um viel mehr. Ich glaube, so eine Klasse, so eine kleine Gemeinschaft bildet eigentlich die Gesellschaft schon so ganz gut ab. Und wenn die Schüler lernen, miteinander in diesen kleinen Gruppen umzugehen, in dieser Klassengemeinschaft, wenn man das vermitteln kann und wenn man da hilft, Vorurteile schon mal zu beseitigen und den Umgang zu erleichtern, dann tragen die Schüler das auch später mit in die Gesellschaft. Für unsere Ausgestaltung als werteorientierte Schule und mit dem Anspruch, eine Keimzelle für demokratisches Handeln zu sein, demokratisches Denken, für eine freie, offene Gesellschaft, ist es vonnöten, dass man engagierte Kolleginnen und Kollegen vor Ort hat. Durch die Arbeit von Jörg Friedrich hat sich dieser Prozess verstärkt in jeglichen Formen, in der Erinnerungsarbeit, im politischen Denken, im Mitdiskutieren, in der Offenheit und im klaren Blick für die Probleme der Zeit. Hier ist natürlich das Mitwirken und Mitgestalten in unserer Gesellschaft mit wachem Blick erforderlich. Man versteht dieses Wort Toleranz ganz, ganz anders. Es ist unfassbar wichtig, anderen Menschen gegenüber, die vielleicht nicht so sind wie man selbst, diesen Menschen dieses Gefühl zu geben, dass sie trotzdem geliebt werden, dass sie wertgeschätzt werden. All diese Werte hat uns Herr Friedrich mit auf den Weg gegeben und hat uns, denke ich, auch alle zu stärkeren Menschen auch irgendwo gemacht. Es gibt eine Schule im Saarland mit Kindern, Schülern mit Sehbeeinträchtigungen und mit denen wollten wir ein Projekt machen. Wir wollten unsere Ausstellung für sehbehinderte Menschen zugänglich machen. Und uns war es eben wichtig, dass auch Menschen, die
ich sag mal, eingeschränkt sind, was ihr Sehvermögen angeht, daran teilhaben können und natürlich auch Spaß haben können. Deshalb haben wir auch einige, die Informationstexte auf diesen Tafeln haben wir zum Beispiel eingesprochen und dazu Audiodateien erstellt. Wir haben auch ein Kurzvideo eigentlich gedreht, wie man diese App auch benutzt und ja, um das alles so ein bisschen zu erleichtern, gerade für die Kinder, damit sie das auch natürlich besser verstehen. Also Herr Friedrich motiviert unsere Schülerinnen und Schüler. Ich glaube, das ist und öffnet ihnen die Augen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt durch seine Art und Weise, wie er an die Thematik herangeht. Es ist nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern wir suchen gemeinsam die Spuren jüdischen Lebens. Wie können wir in Zukunft solche Geschehnisse verhindern? Wie können wir für Offenheit, Toleranz, Respekt miteinander umgehen? Ich habe die Hoffnung, das motiviert mich dann auch, dass sie aus diesen vergangenen Dingen lernen, dass sie sehen, zu was Intoleranz und antidemokratisches Denken führen kann. Und dass es auch wichtig ist in der heutigen Gesellschaft, wenn man dann mit den Schülern spricht, auch im Politikunterricht, dass wir auch viele Strömungen ja auch wieder in Europa haben, die solches Denken vermitteln. Und dass wir den Schülern auch zeigen, wie gefährlich das ist und wie wichtig die Demokratie ist, in der wir leben. Und das ist der Brückenschlag in die heutige Zeit. Jörg Friedrich aus dem Saarland erhält in diesem Jahr einen Obermeier Award und ich bitte ihn nun hier zu uns auf die Bühne. Jörg Friedrich, Gratulation! Und ich möchte noch mal die Gelegenheit nutzen, Ihnen ein wenig auf den Zahn zu fühlen. Das, was Sie angestoßen haben, hat sich, wie wir gesehen haben, in vielen anderen Projekten verselbstständigt oder sagen wir mal fortgesetzt. Worin liegt das Geheimnis Ihres Erfolges, würden Sie sagen? Ich glaube, das liegt daran, dass immer wieder neue Ideen kamen. Also wenn man ein Projekt abgeschlossen hatte, kam immer irgendjemand auf die Idee, wir könnten doch noch irgendwas anderes machen, wir können noch irgendwas Neues machen. Und dass das auch von vielen Personen kam, also das war nicht nur meine Person, also das Adolf-Bender-Zentrum oder andere außerschulische Bildungsträger, die immer neue Impulse gegeben haben, aber auch ganz wichtig von den Schülern selbst. Also zum Beispiel die Idee mit der Homepage, kann ich mich noch ganz gut erinnern. Die Schüler waren enttäuscht, dass wir nur 7 Ausstellungstafeln machen konnten und dass die Informationen, die wir gesammelt haben, ja überhaupt nicht auf diese Tafel passten. Und dann kam die Idee von den Schülern, lass uns eine Homepage machen, wo wir alles draufstellen können. Und so hat sich das Projekt eigentlich, das war ein einmaliges Projekt der Stolpersteine-Verlegung. Wir sind mittlerweile beim 14. Teilprojekt in der 5. Schülergeneration. Unglaublich. Wann haben Sie denn gemerkt, dass Ihre Initiative bei den Schülerinnen und Schülern anschlägt? Was war es? Ich glaube, das war die Tatsache, dass ich ihnen bewusst machen konnte, dass die Geschichte, die sie sonst nur aus den Schulbüchern kennen, und wenn man jetzt mit dem Thema Nationalsozialismus oder Holocaust in unsere Schulbücher guckt, spielt sich alles in Berlin ab, in München, also jedenfalls nicht bei uns auf dem Dorf. Und als ich dann ihnen gezeigt habe oder sie darauf aufmerksam gemacht habe, dass wir alles hier vor Ort in den Dörfern, wo die Kinder herkommen, dass sich das alles so abgespielt hat, und da war das Interesse geweckt und es gab auch ganz viel Feedback-Gespräche, wo die Schüler auch zu Hause dann auch mit den Eltern, den Großeltern drüber gesprochen haben. Das war dann wieder ein neuer Impuls, es wurden dann neue Dinge ausgetauscht, die mir nicht bewusst waren und so ging das irgendwie immer weiter. Ich glaube, dieses Bewusstsein, dass es hier vor der Haustür passiert ist, bei uns in diesen kleinen Dörfern. Das war, glaube ich, das Ausschlaggebende. Da rückte die Geschichte sozusagen ganz nah an die einzelnen Menschen heran. Sie haben auch so schön in dem Film formuliert, dass im Prinzip die SchülerInnen ein Abbild der Gesellschaft natürlich an der Schule bilden. Was würden Sie sagen, wie sehr haben sich diese Projekte in das Schulleben eingepflanzt und was haben Sie tatsächlich verändert im tagtäglichen Umgang? Ja, also uns war es wichtig, dass die Schulgemeinschaft das auch wahrnimmt. Also es ist mittlerweile so, dass diese Ausstellungen, die wir haben, auch in den Hausaufgabenheften unserer Schüler sind. Also jeder Schüler unserer Schule kennt die jüdische Geschichte der Gemeinde. Das ist für uns schon mal wichtig. Und es hat dazu geführt, dass man offener wurde für andere Religionen. Ich kann vielleicht nur ein Beispiel erzählen. Ich hatte mal vor einigen Jahren eine Veranstaltung eines jüdischen Bürgers aus Jerusalem, der über die Geflogenheiten am Schabbat erzählte und ich hatte 4 oder 5 syrische Flüchtlinge dazugenommen, die Muslime waren. Und nach der Veranstaltung kam einer dieser muslimischen Jungen zu mir und hat gesagt, Herr Friedrich, das hat mich sehr beeindruckt, wir können noch viel voneinander lernen.
Und das war für mich so ein, ja, nochmal so ein Tritt, dass ich gesagt habe, ich muss da noch weitermachen, weil ich von dem Jungen erfahren habe, dass es wirklich wichtig ist. Dann danke ich Ihnen sehr für diese wunderbare Arbeit. Jörg Friedrich erhält einen Obermeier Award. Und ich bitte jetzt den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin zu uns, Dennis Buchner, und die Familie Obermeier mit Judith und ganz genau, kommt nach vorne und Joel, um die Urkunde zu übergeben. Und ein Foto gibt es natürlich auch. Das ist ja ein sehr spezieller Augenblick. Sarah Nachhammer brauchen wir noch, die Juryvorsitzende auch für dieses Foto. Ja, es soll ein ganzes Familienfoto werden. So oft kommt man ja dann doch nicht zusammen, nicht wahr? Wenn schon, denn schon. So, jetzt nochmal einen schönen Applaus Ihrerseits, damit das Ganze hier ein bisschen befeuert wird atmosphärisch. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank und nochmal Gratulation, Jörg Friedrich. So, wir kommen zum nächsten Obermeier Award und der geht in diesem Jahr an Stefan Schirmer und FC Ente Bagdad aus Mainz. Stefan Schirmer und FC Ente Bagdad bauen Verständnis und Akzeptanz auf, bewahren die jüdische Geschichte und spielen eine Menge Fußball. Film ab. Der FC Ente Bagdad ist ja seit seiner Gründung 1973 ein sehr weltoffener und auch internationaler Verein. Wir haben 25 Nationen unter unserem Dach und insofern haben wir schon immer Mitspieler anderer Nationalitäten herzlich willkommen geheißen im Rahmen der Entenfamilie. Wir haben als kleines Schnellboot zwischen den großen Tankern der Politik uns gesagt, wenn etwas getan werden muss, dann tun wir das und wir krempeln die Ärmel hoch und wir machen einfach. Und wir engagieren uns ehrenamtlich, unbezahlt, in unserer Freizeit. Wir sind der Meinung und ich persönlich bin auch der Meinung, dass dieses Engagement sich lohnt. Zumindest ist das ein Traum von mir. Und Stefan ist sehr open-minded, ist sehr offen, unwahrscheinlich engagiert. Das braucht man. Das ist ein wirklicher Macher. Das Besondere ist, dass wir uns schon seit sehr vielen Jahren uns um Menschen kümmern, um Menschen, die benachteiligt sind. Wir setzen uns aber auch ein, grundsätzlich gegen Rassismus. Wir sind für Vielfalt, wir sind für Toleranz und wir treten ein für demokratische Werte und für Menschlichkeit. Ganz persönlich bin ich einfach beeindruckt, gerade von auch dem gesellschaftlichen Engagement. Und das zeigt einfach auch, finde ich, eine Größe von dem Verein und auch von Stefan, sich wirklich täglich einzusetzen für Menschen, die eben ja, es besonders schwer in unserer Gesellschaft haben. Und das ist halt was, was sozusagen auch den Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart spannt. Seit 2016 haben wir mit den Mainzer Erinnerungswochen angefangen hier in Mainz, die wir auch entsprechend initiiert haben und bei denen wir uns immer um Opfergruppen des Nationalsozialismus kümmern. Und gedenken seitdem jedes Jahr mit Ausstellungen, Vorträgen, Podiums- und Publikumsdiskussionen, mit Stadtführungen und diesen Dingen, gedenken wir einer bestimmten Opfergruppe. Das begann mit den jüdischen Opfern, das ist die größte Opfergruppe des Nationalsozialismus. Dann kümmerten wir uns um Sinti und Roma, um Homosexuelle und um die sogenannten Euthanasieopfer. Selbstverständlich war einer der Hauptschwerpunkte gleich am Anfang halt die jüdische Geschichte. Ja? Und wir hatten den Enkel von Eugen Salomon, der hier einer der ersten Präsidenten oder der erste Präsident von Mainz 05 war, den hatten wir hier gehabt im Stadion und er hat auch eine kleine Ansprache gehalten vor 30.000 Zuschauern bei dem Spiel gegen Bayern München, hat er von seinem Großvater erzählt und das war für uns ein ganz, ganz großer Augenblick. 50 Jahre FC Ente Bagdad, 50 Jahre gesellschaftliches Engagement, 50 Jahre Hobbyfußball, 50 Jahre Erinnerungsarbeit, 50 Jahre Geflüchtetenarbeit. Das heißt, man lernt eine ganze Menge. Als dann 2014 die ersten Geflüchteten in Mainz ankamen, haben wir dann eben sukzessive diese Menschen, wie gesagt, willkommen geheißen und auch ein Vertrauen zu ihnen aufgebaut. Ich war erst mit meiner Familie ein Jahr gewesen, dann sind die ja wieder zurück nach Syrien geflogen. Deswegen war ich ja auf einmal alleine.
Und als ich in Bagdad das Verein halt gefunden habe, hatte ich eine große Unterstützung bekommen. Es ist nicht nur Fußball, sondern wir sind auch mehr als Freunde. Durch Stefan und Bagdad, der hat das so gemacht, dass es ein Programm gibt, wo die Menschen, so die Geflüchteten, Sport haben, Fußball spielen, Spaß haben und auch einen Beruf lernen und erfolgreich im Leben sind. Bagdad hat so eine Seele, wo diese Seele für alle offen ist. So, herzlich willkommen. In Greek verliert man viel, glaube ich, so viel Teile von dem Charakter. Die Teile habe ich wieder bekommen bei Bagdad. Ich habe wieder so diesen Bock aufs Leben und wieder alles zu sehen, die anderen zu helfen, da zu sein, einfach so. Es ist nicht nur Fußball, es ist unglaublich viel. Ich finde, dass wir so ein integratives Projekt sind. Und zum Beispiel ein Mädchen hat gesagt, wenn ich hier renne, vergesse ich, wie die Bomben fliegen. Und das gibt so Motivation, weiterzumachen. І завдяки волонтерам, і завдяки бахмуткам Багдаду нас це якось об'єднує, робить дружніми. Ми намагаємося на одного виручати і робимо все для того, щоб ці наступне покоління росло в безпеці. І у щасті. І в щасті. Glücklich. Ich hoffe immer, dass mein Engagement und das Engagement des FC Inter Bagdad etwas bewegt, und zwar zum Positiven hin. Und deswegen tun wir diese Dinge. Wir freuen uns darüber, alle Enden, alle, die sich damit engagieren und alle, die da aktiv mitarbeiten, dass wir diesen kleinen Beitrag zur besseren Funktion der Gesellschaft tätigen können. Wir setzen uns nicht hin, legen die Füße hoch, schalten einen Fernseher ein und meckern über die da oben oder die da draußen und was alles anders oder besser gemacht werden könnte. Wir krempeln die Ärmel hoch und wir tun dann auch was. Der Obermeier Award 2023, liebes Publikum, geht an Stefan Schirmer und FC Inter Bagdad, Gratulation. Stefan Schirmer, und vorneweg muss ich Sie fragen, wie kamen Sie denn zu diesem Namen Inter Bagdad? Werden Sie wahrscheinlich jedes Mal gefragt, aber er macht neugierig. Ich muss ehrlich sagen, Sie sind die Erste, die das heute fragt. Heute. Das ist... Ja, wir haben unseren Club 1973 gegründet und wollten international sein, wollten uns von den Kneipenmannschaften der damaligen Zeit natürlich abheben. Und damals war Bagdad, lange vor dem Krieg natürlich, 1973, 50 Jahre her, war Bagdad so das Synonym für Märchen aus Tausend und einer Nacht. Und wir wollten märchenhaften Fußball spielen und deswegen hat Bagdad ganz gut gepasst, war ja auch international. Und außerdem, die Ente ist ein positiv besetztes Tier, schwimmt immer oben, geht nie unter. Und deswegen Ente Bagdad war genau der richtige Name für uns. Absolut plausibel. Und ich möchte ganz gerne aus Ihrer Sicht nochmal wissen, warum sich der Sport, der Fußball so besonders eignet, um Menschen nicht nur zusammenzubringen, sondern ihnen auch ein gutes Gefühl zu geben, ein Gefühl des Zusammenhalts sogar. Was verbindet sich denn alles mit dieser Art des Sports? Fußball ist ein Mannschaftssport, das heißt, der Einzelne kann wirklich nur dann erfolgreich sein, wenn alle an einem Strang ziehen und auch alle in dieselbe Richtung rudern. Wir versuchen und kriegen das, glaube ich, auch ganz gut hin, dass wir ein familiäres Gefühl bei uns haben. Und über den Sport, über den Fußball kriegen wir natürlich jede Menge Nationalitäten. Wir bekommen sehr viele Kulturen, wir bekommen sehr viele Religionen bei uns unter ein Dach. Und dadurch ist es relativ einfach,
mit den Leuten in Kontakt zu kommen und darüber hinaus ihnen dann eben über den sogenannten Enten-Spirit oder die Enten-DNA gewisse Dinge beizubringen, die uns wichtig sind. Und das funktioniert und deswegen freuen wir uns, dass die jungen Menschen, die bei uns sind, eben auch ordentliche und, naja, Sie haben es im Film gesehen, richtig gute neue Mitglieder der deutschen Gesellschaft. Aber habe ich das richtig verstanden? Es gibt so eine Art Entenkodex. Ja, wir nennen das Enten-DNA, weil einfach diese Werte, die Toleranz, die Offenheit, der Respekt des anderen, das ist bei uns ganz selbstverständlich und ganz natürlich drin und das versuchen wir auch allen Mitgliedern zu vermitteln. Ja. Faszinierenderweise gibt es sie seit einem halben Jahrhundert, kam ja im Film vor, Sie haben es gerade auch noch mal gesagt. Und wir sehen, dass Sie natürlich auch gesellschaftspolitisch am Zahn der Zeit sind, weil Sie immer wieder merken, was passiert und dementsprechend auch Leute zu sich aufnehmen. Dennoch, wenn Sie die letzten Jahre und Jahrzehnte noch mal so Revue passieren lassen, wie hat sich Ihre Arbeit verändert? Als wir den Club gegründet haben, da hatten wir es noch mit übrig gebliebenen Nazis zu tun, unter anderem auch in der Schule als Lehrer, darf man nicht vergessen. Und das hat sich im Lauf der Zeit dahingehend gewandelt, dass diese, ich sag mal, rechtsgerichteten, rechtsradikalen Menschen mittlerweile über völlig andere Plattformen verfügen. Damals, naja, da sind die im gesellschaftlichen Kontext vielleicht noch aufgefallen, aber sie waren eigentlich immer da. Aber mittlerweile haben diese Leute, die haben ihre Netzwerke, die haben ihre Websites, sie sind im Darknet vertreten, die haben mittlerweile sogar eine Partei im Bundestag sitzen. Und das sind ganz andere Voraussetzungen, die sich da heute für ergeben. Ich danke Ihnen sehr für Ihre wichtige und großartige Arbeit. Auf die nächsten 50 Jahre mindestens. FC Ente Bagdad, genau, Stefan danke Schirmer, schön. Ein Obermeier Award geht an ihn. Dennis Buchner, Sarah Nachama und Judith und Joel Obermeier bitte ich nach vorne für die Urkundenübergabe und vor allem das gemeinsame Foto. So. Genau, einmal recht freundlich und noch einmal ein Applaus. Vielen, vielen Dank. Gratulation. Liebes Publikum, Musik gibt es auch heute für Sie. Auch das hat schon Tradition bei den Obermeier Awards. Ich freue mich sehr, dass wir das Luca Castellitz-Duo hier heute haben mit wunderbarer Swing-Musik.
Das ist Luca Kastelitz. Du, vielen, vielen Dank. So, wir kommen zum nächsten Obermeier Award 2023. Liebes Publikum, und der geht an Rudolf und Marlies Walter aus Bad Kissingen im schönen Bayern. Marlies und Rudolf Walter berühren die Herzen von Überlebenden und deren Nachkommen. Auch hierzu ein Film. Ich bin Marlies Walter, ich komme ursprünglich aus Miltenberg am Main und lebe seit Anfang der 80er Jahre hier in Bad Kissingen. Ich bin Rudolf Walter, habe in Würzburg dann Geschichte und Deutsch fürs Lehramt studiert und bin dann 1980 hier in Bad Kissingen Lehrer geworden. Der Anstoß eigentlich, sich dann mit der jüdischen Geschichte dieser Stadt zu beschäftigen, der kam von einem früheren Schüler, von Hans-Jürgen Beck. Besonders intensiv wurde dann der Kontakt im Jahr 1988, als der 50. Jahrestag der Pogromnacht anstand. Und ich hatte dem damaligen Oberbürgermeister Georg Strauß vorgeschlagen, eine Ausstellung aus diesem Anlass in Kissingen dann also auch zu organisieren. Und da hat er mich angerufen und gefragt, ob ich nicht irgendwas mit meinen Schülern machen würde. Und da ist dann die Idee mit der Ausstellung geboren worden. Wir hatten ein halbes Jahr Zeit, um die auf die Beine zu stellen. Und hat dann zusammen mit seinen Schülerinnen und Schülern eine ganz großartige Ausstellung dann auf die Beine gestellt, die so großen Zuspruch dann auch erfahren hat, dass sie dann auch als Dauerausstellung im jüdischen Gemeindehaus eingerichtet wurde. Wir haben die Geschichte der Gemeinde, das religiöse Leben da natürlich auch beschrieben, die Synagogen, die es gegeben hat, den Friedhof. Und dann in einem zweiten Bereich gezeigt, wie integriert diese jüdische Bevölkerung in der Stadt war. Die Geschäfte, die sie hatten, die Kurhäuser zum Beispiel auch. Aber im Mittelpunkt standen dann für uns vor allem Einzelschicksale. Also die Familien, die hier gelebt haben, die Menschen, die deportiert worden sind, aber auch natürlich die Familien, die sich retten konnten, die zum Beispiel in die USA oder nach Palästina dann emigriert sind. Das war das erste Mal, würde ich sagen, dass in Bad Kissingen die Bürger mit ihrer NS-Vergangenheit konfrontiert worden sind und gesehen haben, was mit den jüdischen Bürgern halt geschehen ist. Es kamen damals dann nach 88 ja, jüdische Gäste nach Bad Kissingen und die Stadt hat dann immer geguckt, wer kann diese Gäste betreuen. Und so kam ich dann langsam ins Spiel. Ja. I got a chance in 2004, decided to see my father's hometown of Bad Kissingen, because I'd heard a lot about it from him. And I wasn't expecting anything at all. I'd never been there, I didn't know anyone. And on one of those days, Marlies came and she showed me the Jüdisches Leben in Bad Kissingen exhibit in the Jüdisches Gemeindehaus, where my father had been born and raised. And then she took me around town and showed me all of the Jewish sites in Bad Kissingen. And ever after that, we've stayed friends. We've kept in touch over the years. And I've gone back to Bad Kissingen on multiple occasions and have been able to visit with the Walters. And we've just gotten closer. Wir haben kooperiert sozusagen. Das heißt, ich habe das didaktische Konzept entwickelt. Und meine Frau hat die Projekte dann durchgeführt, hat sie oft besser gemacht, wahrscheinlich als ich als Lehrer. Und das hat eigentlich ganz gut auf diese Art und Weise funktioniert. And the work that they're doing bring back a feeling of hope. And I think that you don't have to forgive what happened to reconcile, to be able to have a relationship again with Germany and with Germans. So I think they're a big part of that. Also es war erst vor zwei Jahren die Enkelin eines emigrierten Kissinger Juden da und die sich dann auf die Spuren der Großeltern gemacht hat. Sie wollte noch mit ihrer Großmutter in den USA zu Lebzeiten darüber sprechen, was sie in Deutschland gesehen hat. For my generation, part of the healing process is going back and understanding the past so that we can build bridges between our history and our present. And I think that the Walters have, their work has been able to help me build that bridge. And I think if they had not been there and I'd gone back to that town and I had nobody to interact with or bring that community to life, I would have felt alienated from my history. I would have felt like, okay, I see the place, I see where he lived,
but there's nobody here keeping it alive, and it's erased and gone. And because they're there, I didn't feel that. I felt like I'm still connected to this place, and there's people who are keeping it alive, and they still care about this like ancient community that my grandfather was part of and that therefore I'm part of. And if they're keeping it alive, then it's still there, and that's a beautiful thing. Also es wird keiner mehr in die Situation kommen, in der ich war, dass er noch überlebende, emigrierte Juden treffen kann. Und das war vielleicht für mich auch die Motivation zu sagen, man muss diese Erfahrung, die ich gemacht habe, dort irgendwie einbringen, dass diese Geschichten von den Menschen nicht vergessen werden. Meine Frau hat mich da auf die Idee gebracht mit dem Gedenkbuch auch. Also der Kern ist sicher diese Datenbank mit den Biografien. Inzwischen sind es also fast 700 Biografien geworden. Und was uns wichtig war, möglichst lückenlos, wenn es halt ging, das Leben zu rekonstruieren. Und wir haben dann natürlich auch entsprechend die Quellen dazu angegeben, dass jemand, der weiter forschen will oder sowas, die Möglichkeit hat, auch Nachforschungen zu betreiben. Rudolf und Marlies Walter have made the Jewish history of Bad Kissingen an understood and accepted part of the town's history, and have managed to heal the relationships enough that the survivors and their families feel comfortable visiting there. And it is now a normal part of the town's history and culture, and anyone living there or growing up there is certainly going to feel that. Rudolf und Marlies Walter, ausgezeichnet mit einem Obermeier Award in diesem Jahr 2023. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Wir haben es gerade so schön gehört von einer Nachfahrin, dass die jüdische Geschichte Bad Kissingens jetzt zu einem selbstverständlichen Teil der Stadtgeschichte gehört. Nehmen Sie das tatsächlich auch so wahr? Hat sich Bad Kissingen dank Ihrer Arbeit und Initiative in den letzten Jahren, Jahrzehnten irgendwie verändert? Ich denke schon, als wir angefangen haben, Ende der 80er Jahre, da war relativ wenig bekannt. In der Stadtchronik stand zum Beispiel drin, die wunderbare Synagoge in Bad Kissingen wurde zerstört. Und das Schicksal der jüdischen Bürger ist allgemein bekannt. Das war lapidar, die Stadtchronik. Und es war eben nichts bekannt. Und ich denke, mittlerweile, auch durch die Ausstellung, durch die ganzen Projekte, die wir gemacht haben, ist es präsent. Und man weiß Bescheid sozusagen, was passiert war. Marlies Walter, was gibt Ihnen persönlich diese Arbeit, dieses Engagement? Also für mich waren die Begegnungen mit den Menschen sehr interessant zu hören, wie ihre eigenen Lebensgeschichten, nachdem sie Kissingen verlassen konnten, verlaufen sind oder auch die der Nachkommen. Und ich denke, man kann das an die Besucher und auch an die vielen Schulklassen, die die Ausstellung dann später besucht haben, weitergeben und so ein Bild vermitteln, wie schwer es die Menschen hatten, die vor allem emigrieren konnten. Ja. Je mehr man weiß, desto mehr sieht man ja. Und sie forschen und forschen immer weiter. Wo werden Sie denn heute zum Beispiel noch fündig? Was sind für Sie wichtige Quellen? Naja, gut, wir haben halt zum Beispiel ein Beispiel zu nennen. Ich habe in meinem Schularchiv begonnen zu forschen. Da sind die Akten von etwa 200 jüdischen Schülern zu finden. Es hat mich natürlich interessiert, was ist mit denen passiert. Haben die überlebt? Und dann guckt man im Stadtarchiv nach zunächst einmal, wo sind die hingezogen? Dann hat man die Datenbank mittlerweile. Der Computer ist da wirklich eine große Hilfe. Man schreibt Archive an. Und schön ist, wenn man auf Menschen stößt. Das ist immer dann ein ganz besonderes Erlebnis. Beispielsweise ist jetzt eine Woche her, da hat uns jemand aus Israel geschrieben. Er hat unser Gedenkbuch entdeckt. Und er hat die Biografie seiner Großmutter gefunden. Er möchte mehr über sie wissen. Wir haben gleich geantwortet. Und für uns war das auch ganz toll, weil wir nämlich erfahren haben, was mit dem Rest der Familie passiert ist. Wir wussten zum Beispiel von einer Tochter nicht, ob sie überlebt hat. Und von ihm haben wir das erfahren. Und die schickten uns dann zum Beispiel auch Fotos. Und das ist dann natürlich für unser Gedenkbuch, das online steht,
wertvolle Sache auch. Das heißt, das Ganze ist nicht nur eine Einbahnstraße, sondern Sie bekommen auch tatsächlich Informationen dann über die Nachfahren, die Sie ausfindig machen. Richtig, ja. Ja, toll. Und so entsteht ein immer größeres, umfassenderes Bild der jüdischen Gemeinschaft in Bad Kissingen. Gratulation, vielen Dank für Ihr Engagement. Vielen Dank. Vielen Dank. Rudolf und Marlies Walter. So, Dennis Buchner, der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin, übergibt die Urkunde. Joel, Judith Obermeier und Sarah Nachama gesellen sich hinzu. Und jetzt gibt es das Familienfoto und den Applaus von Ihnen. Danke. Vielen Dank und alles Gute Ihnen. Und wir kommen zum nächsten Obermeier Award. Der geht in diesem Jahr an Roswitha Weber aus Kenzingen-Bornbach in Baden-Württemberg. Roswitha Weber führt Grundschulkinder an die jüdische Kultur, die Verbrechen der Nazis und die Bedeutung der Empathie heran. Und wie sie das macht, auch darüber gibt ein Film einen kleinen Einblick. Ich bin Roswitha Weber, ich bin Lehrerin gewesen und seit 2016 im Ruhestand. Das ist kein Ruhestand, weil ich da praktisch einen neuen Beruf oder eine Berufung weitermachen konnte. Ja, ich habe vielleicht immer schon ein bisschen Dinge gemacht im Unterricht, die ich einfach für wichtig fand, damit die jungen Menschen sich, mein Ziel war immer, damit sie sich ein Bild machen selber von der Welt. Also nicht, was sie vielleicht als Halbwissen gehört haben oder vielleicht als Vorurteile von der Familie, von Großelterngeneration. Und so kam ich irgendwann 1992 zu diesem Buch von Inge, Ich bin ein Stern. Und ich habe gedacht, ja Gott sei Dank, das ist ja ein super Buch. Das brauche ich für meine Viertklässler. And Mrs. Weber did that. She has a certain way of teaching. And she used my book as a place to go start with, because my life hasn't been that great. Being a Jewish girl at the time of the Holocaust. Was ich immer faszinierend fand, diese Sichtweise durch eine Person, die eigentlich genauso alt war wie wir in dem Alter damals. Also sprich Inge Auerbacher, die als Kind eben in dieses Ghetto gekommen ist und eben dadurch, dass wir dann auch in dem Alter waren, eigentlich direkt eine Verbindungsperson hatten. Also ich denke, gerade auch an anderen Grundschulen wird das Thema Drittes Reich gar nicht so angesprochen oder behandelt oder es wird eben für die höheren Klassenstufen aufgehoben. Und da sagt aber Frau Weber, was ich super finde, eben direkt von Anfang an, das gehört zu unserer Geschichte und mit dem müssen wir uns einfach auseinandersetzen. Es ist einfach herrlich zu erleben, wie meine Mutter Kinderherzen öffnet, wie sie aber auch gleichzeitig auf der Ebene Kollegium für Eröffnung gesorgt hat, sich dem Thema zu stellen. Das ist ein ganz großer Punkt, weshalb dieses Projekt, glaube ich, überhaupt erst entstehen konnte. Meine Mutter hat einen Weg gefunden, mit dem Team das kindgerecht so aufzubereiten und langsam dran zu wachsen und zu entwickeln, dass das gar kein Thema mehr war, da dran zu gehen. Und das Hier und das Jetzt so zu gestalten, dass es ein Fundament nachhaltig bildet für alle folgenden Generationen, sich dem Thema Holocaust zu stellen. Durch Erinnern, sich bewahren, Kopf behalten, um Gutes für die Zukunft zu schaffen. Kinder in dem Alter verstehen sofort, was das Wichtige ist. Also da fielen die Worte, die man hier in der Erinnerungskultur vielleicht groß sucht. Das ist ja schrecklich. Das ja, gibt es heute auch noch. Gäbe es das heute? Das darf es ja nie mehr geben. Was können wir dafür tun? Und meine Schüler sagten, wir schreiben der Inge. Die muss man ja trösten. Also das ist ja wirklich, was die alles erlebt hat. So entstand der Kontakt und die Inge schrieb zurück. Das ist eben toll. Das ist Inge. And when she invited me, I was very happy to speak in her school. And she had a great idea how to do it, to make Inge Auerbacher Tag, which she does every year around my liberation day from the Theresienstadt or Theresien concentration camp.
Frau Weber hatte auch erkannt, dass auch Kinder sowas verstehen können schon, was Leid bedeutet. Und ich selber habe sie an mir gesehen, also ich habe ja Mitleid empfunden. Ich habe ja gespürt, dass es nicht richtig, was da passiert ist. Und deswegen finde ich es auch eben bei dem Thema vor allem sehr wichtig, auch mehr über das Judentum zu lernen, was wir auch damals in der Schule gemacht haben. Ich glaube, jeder Mensch hat ja Vorurteile und man sollte nicht über einen anderen Menschen urteilen, bevor man auch nicht den Menschen selber kennt. Und dadurch, dass Kinder ja so die Zukunft sind, muss man doch gerade bei ihnen anfangen. Und ich glaube, dadurch, dass ich das schon so früh gelernt habe, was passiert ist, kann ich sehr viel besser damit umgehen, auch wenn ich jetzt mitbekomme, dass manche Menschen das leugnen oder sagen, das war doch gar nicht so schlimm, dass ich Argumente habe und etwas dagegen sagen kann. Es braucht so engagierte Menschen wie die Roswitha, die sagen, das ist, ich habe jetzt dieses Buch und ich will das weitertragen und es ist mir eine Herzensangelegenheit. Und ich glaube, man spürt es, dass es ihr eine Herzensangelegenheit ist, bei allem, was sie darauf aufgebaut hat und wie sie das weiterträgt. Und sie steckt damit an. Geschichte ist was ganz, ganz Wichtiges. Kümmert euch um Geschichte, weil Geschichte ist es was Grundlegendes. Aus der Vergangenheit kann man etwas lernen. Das ist eine Chance. Da sind Erfahrungen drin, mit denen ihr arbeiten könnt für die Zukunft, weil man dann Erkenntnisse macht. Und ihr müsst ja wissen, was antworte ich, um Eltern zu ermutigen, um Großeltern zu gewinnen. Ich hatte manche auch im Unterricht, die berichteten dann aus ihren Erfahrungen. Also man muss sie einbeziehen. Ja, man muss viel Elternarbeit machen. Und ja gut, ich habe dann auch immer gesagt, wisst ihr, Lehrer sein ist viel Arbeit. Herzlichen Glückwunsch zum Obermeier Award 2023. Herzlich willkommen hier. Gratulation. Roswitha Weber, Sie sprachen gerade von der Elternarbeit im Prinzip. Das ist ja ein interessanter Punkt. Oh ja. Wie versuchen Sie denn genau die Eltern und auch die Großeltern für das mitzunehmen, zu begeistern? Oder wie haben Sie es angestellt, als Sie da noch an der Schule waren, um genau auch diese anderen Generationen mit anzusprechen? Ja, ich glaube, die Basis ist, dass ich immer viele Ideen habe. Und diese Ideen machen auch nicht Halt vor Elternarbeit oder etwas, was sich schwierig anhört. Und ich fand es auch gar nicht so schwer, sondern ich fand es völlig normal, die Eltern zu informieren, was wir jetzt tun. Wir informieren ja auch über Sexualkundeunterricht oder sonst irgendwas Wichtiges, Ausflüge. Und dieser Punkt Holocaust und Erinnerungsarbeit und Willkommenskultur, das ist ja einer unserer Profilsäulen unserer Demokratie und das sollte auch unserer Schule eine Profilsäule sein. Und ich habe einfach Elternbriefe geschrieben und informiert, an Elternabenden eben auch informiert, Eltern einbezogen, also Großeltern, die aus ihrer Schulzeit erzählen konnten, das war ja das Alter, das Inge auch hatte. Inge übrigens, hallo, Inge ist sicher zugeschaltet, sie fiebert an diesen Tagen mit. Oh, wie schön. Inge Auerbacher. Ja. Toll. Und in einem Haus des Lernens, so habe ich Schule immer definiert und so ist es auch eigentlich geworden. Ja. Ich hatte das Glück, Rektoren zu haben. Ich möchte hier auch erinnern, kurz, auch wenn es 5 Minuten länger dauert, an Herrn Fressle, der mich einfach machen ließ mit dem Thema. Das ist ganz wichtig, machen lassen und nicht durch Regularien sowas zu unterbinden zum Beispiel. Und die Rektorin, die heute noch hier sitzt und die Kontinuität garantiert, die hat es eben weitergemacht und trägt es auch in die Zukunft, dass das Profilsäule bleibt. Und ich möchte diesem Haus des Lernens
dem Kollegium natürlich, den Schülern und Schülerinnen und allen, natürlich Inge eigentlich an erster Stelle, den Eltern, dem Filmvater, der heute hier sitzt. Also das gehört auch zur Elternarbeit, zum Beispiel einen Film zu drehen. Was macht denn die Schule anders, also die Eltern mit einzubeziehen in das, so was etwas sie da gemacht einbezieht. Haben? Ja, ja. Genau. Wenn Sie jetzt jemandem einen Tipp geben würden, der sagt, finde ich toll, denn offenbar haben Sie ja einiges losgetreten an Ihrer Schule, scheint es inzwischen selbstverständlich geworden zu sein, sich auch mit diesen Themen zu befassen. Was würden Sie anderen Menschen raten, die sagen, eigentlich eine tolle Idee, wie stelle ich es am besten an? Es gehört viel Wille dazu, an dieser Idee zu bleiben und es ist gar nicht so schwer. Ich möchte mich da nämlich auch bedanken bei der Stadt. Auch da kommt man zu dem, was man braucht, nämlich den Rahmen zu bilden für diese Erinnerungsarbeit. So haben wir es dann in die Stadt getragen. Ich bin mit einem Geschichtsverein verheiratet, mit meinem Mann. Und das war natürlich einfacher dann. Und ich möchte auch manchen Menschen aus der Politik sehr danken, die das sehr unterstützen. Mit anderen Worten, man braucht Verbündete. Ja. Und ich möchte noch einmal einfach grüßen und den Schülerinnen, die das in ihrer Jugend gehört haben, sagen, jetzt habt diese Zivilcourage und seid Sterne. Das sagte Inge immer. Roswitha Weber, herzlichen Dank. Das ist eine Message. Dann bekommen Sie Ihre Urkunde, den Obermeier Award, überreicht durch den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin, Dennis Buchner. Die Familie Obermeier kommt dazu und Sarah Nachama als Juryvorsitzende und natürlich der Fotograf, genau. Und Ihr Applaus. Roswitha Weber, Ihnen alles Gute an dieser Stelle. Schön, dass Sie heute hier sind. So. Und wir haben an dieser Stelle noch mal ein kleines musikalisches Intermezzo für Sie. Das Luca Castellets Duo. Diesmal wieder mit Benny Goodman und Avalon.
Vielen Dank an das Luca Castellitz-Duo. So, und wir kommen zum nächsten Obermeier Award, liebes Publikum. Und den erhält an diesem Abend Marion Welsch aus Kleinmachnow in Brandenburg. Marion Welsch glaubt an die Macht persönlicher Geschichten, um Menschen zusammenbringen. Und hier sehen Sie ihre Arbeit in dem folgenden Film. Ich bin Marion Welsch. Wir sind hier in Kleinmachnow und hier lebe ich und mache auch einen Gutteil meiner Arbeit hier. Also ich interessiere mich einfach brennend für die Geschichten von Menschen. Je mehr ich erfahre von anderen Lebensgeschichten, umso mehr Empathie und Verständnis kann ich dafür entwickeln. Ich finde es ganz wichtig zu gucken, was ist in der eigenen Familie. Und da sind sich ja inzwischen auch viele Leute einig, das ist so ein bisschen unterblieben. Wir haben so eine offizielle Gedenkkultur, aber wir haben uns nicht getraut, Opa zu fragen. Und dann habe ich angefangen zu forschen und zu suchen. Und alles, was ich gemacht habe in den ganzen Jahren, war immer zu schauen, wie kann man die nächste Generation mit einbeziehen? Wie kann man diese Geschichten von den Zeitzeugen über die zweite Generation in die dritte Generation transportieren? Wie kann man ein Verantwortungsbewusstsein entwickeln für bestimmte Sachen und nicht nur für diese Mauer Auschwitz? Und das habe ich immer versucht, über persönliche Beziehungen zu machen. Und bei Marion Welsch habe ich gleich gemerkt, dass sie unglaublich interessiert ist in alle Richtungen, dass sie ganz offen ist für die Menschen. Und so habe ich kennengelernt, dass sie in der Begegnungsstätte Schloss Gollwitz die Leiterin war und ein wunderbares Projekt initiiert hat, nämlich das Tandem-Projekt, in dem sich nicht nur nicht-jüdische und jüdische Menschen kennengelernt haben, sondern ein generationenübergreifendes Projekt. Es ging um israelische Großeltern, die deutsche Wurzeln hatten, in Deutschland noch geboren waren und auf die eine oder andere Weise Deutschland verlassen mussten. Und die Deutschen, die waren eben auch Kinder gewesen und hatten möglicherweise Bomben miterlebt und waren eben auf ihre Art und Weise Opfer dieses Nationalsozialismus. So, und die sollten nun miteinander eine Woche verbringen und haben jeweils einen Enkel mitgebracht. Look, I got the offer to go to the Tandem Project. I was interested and I said I'll take a chance and see what happens. After 5 or 6 days, when we parted, there wasn't a dry eye. The one of the nice things that Marion did, that was the first time that we could discuss and talk, you know, and it really brought us all together there. It was a metamorphosis. It was unbelievable. Genau, immer wieder sich auch daran zu erinnern, dass wir halt irgendwie alle einzelne Menschen sind, die irgendwie auch empathiefähig sind und miteinander ins Gespräch kommen können und miteinander irgendwie reden können. Und ja, dass das irgendwie total wichtig ist. Ja, so eine ganz persönliche Beziehung einfach aufzubauen zu dieser Geschichte, zu diesen Menschen und damit eben auch so zu meiner eigenen Geschichte. Die Arbeit, die Marion macht, ist, ich bewundere sie quasi dafür, dass sie einfach sehr kritisch und selbstkritisch an die Themen rangeht und vor wenig quasi zurückschreckt, ja. Ich denke, dass Marions Ansatz immer war und auch die wirkliche tiefe Überzeugung, dass Begegnung der Schlüssel für Frieden ist. Und das wirkt bis heute nach. Und so kamen ganz viele Projekte zustande, von denen ich erfahren habe. Und schließlich auch ihr neuestes Buch, Eine Waschmaschine in Haifa, das so typisch ist für Marion, denn sie hat diese Menschen einfach per Zufall kennengelernt. Wir haben ein paar Tage in der Negev-Wüste verbracht und dort ein Ehepaar kennengelernt. Und die Frau sprach uns an, weil sie uns Deutsch sprechen hörte und sagte, ihre Familie komme aus einem kleinen Ort in the middle of nowhere in Deutschland. And she asked me, oh, how do you know German? So I said, well, my mother, she was born in Schenklengsfeld. And so when she heard Schenklengsfeld, she said, oh my God. Und das ist der Ort, aus dem meine mütterliche Familie kommt. We invited her to our house in Haifa, to the house of my parents and where my grandmother and grandmother was living. And she made a big research and she found many
many letters and pictures and all kind of details about my family. Und das ist ihr Wesen, auf Menschen zuzugehen und die Menschen merken, dass sie Interesse hat, dass sie sich mit ihrer Umwelt auseinandersetzt und dieses Wissen nicht für sich behalten will, sondern an andere weitergeben will. Deshalb hat sie auch auf diese Reise ihre Nichte mitgenommen, weil es nicht bei ihr bleiben soll, das Wissen, sondern weil es andere erfahren sollen. Wie in diesem Tandem-Projekt ist es wichtig, dass verschiedene Generationen, die verschiedene Zugänge haben, verschiedene Sichtweisen, das auch in ihre Welt mitnehmen und wieder weitertragen können. Jetzt ist die Frage, wie können wir die Erinnerung wachhalten? Und das können wir nur, indem wir unseren Kindern ein Verständnis dafür mitgeben. Das Vorurteil hilft niemandem weiter. Und deswegen denke ich, sind diese vielen Grautöne so wichtig. Und das Verständnis für jemanden, der anders aussieht, anders spricht, anders ist, anders glaubt. Und das möchte ich, dass die Menschen, die in meinem Umfeld sind, das auch können. Ein Obermeier-Award geht also an Marion Welsch. Liebe Marion Welsch, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen und vor allem Gratulation. Als ich den Film für die Vorbereitung sah, dachte ich, es gibt keine Zufälle im Leben. Ich meine, das muss man erst mal bringen, in den Urlaub zu gehen, dann jemanden kennenzulernen, der die Vorfahren in dem gleichen, etwas kleineren Ort aufweisen kann, wie man selbst. Seltsam, oder? Das passiert in Israel. Da sind viele Leute, die früher in Deutschland gelebt haben. Ich fand das nicht so zufällig. Es war ein bisschen zufällig, ja. Aber es ist eine tolle Geschichte. Auch dieses Tandem-Projekt finde ich ganz irre. Wie kamen Sie denn auf die Idee? Was gab sozusagen den Funken für diese Art von Begegnung für Sie? Ich war in Israel und habe mit Freunden gesprochen und sie sagten, an jeder Straßenecke gibt es im Moment Deutschkurse. Die Jungen wollen alle Deutsch lernen. Und ich dachte, naja, das ist doch eine gute Idee, diejenigen, die noch Opfer gewesen sind, zusammen mit ihren Enkeln nach Deutschland zu holen. Wir haben uns dann an Amchra gewendet und dann haben wir das gemacht. Aber ich kann mich erinnern, wir haben uns alle sehr gefürchtet. Es war wirklich auch so, weil wir dachten, gibt es vielleicht eine Retraumatisierung und ja, was passiert Amchra eigentlich? Vielleicht, das ist eine Vereinigung, die eben Holocaust-Überlebende noch psychisch-sozial unterstützt. Ganz genau. Wir machen so psychosoziale Hilfen für Überlebende. Und dann haben wir tatsächlich die Psychologin gebeten, mitzukommen, weil wir dachten, man weiß ja nie, was passiert. Aber es war bombastisch. Die Jungen haben ständig Musik gemacht. Und wir saßen alle zusammen und es war schönes Wetter. Und Gollwitz ist auch ein sehr warmherziger, wunderbarer Ort. Und naja, so wie George dann gesagt hat, am Ende blieb kein Auge trocken. Mit anderen Worten, die Psychologin hatte nichts zu tun? Ich weiß nicht, man sollte sie nochmal fragen. Ja. Was treibt Sie denn persönlich immer wieder an, sich dieser Geschichte und den Geschichten zu widmen? Ja, es sind schon die Geschichten, die mich interessieren. Die Menschen und die Geschichten, die zusammengehören. Und das ist wie eine, naja, das treibt so an, das, ich weiß nicht. Das ist vielleicht einfach, das bin vielleicht ich. Vielleicht? Fragezeichen. Ich könnte es mir gut vorstellen in dem Fall. Und offenbar ziehen ja diese Projekte und Beziehungen auch immer neue Kreise und neue Dinge werden angeschoben. Gibt es ein aktuelles Projekt, an dem Sie gerade sitzen? Naja, wir haben bis von 15 bis, also 2015 bis Corona kam, haben wir Mutter-Kind-Kurse, das sah man auch, es gab einige Fotos davon, Mutter-Kind-Kurse gemacht, Deutschkurse für Migranten in dieser ersten großen Welle, die wir hatten nach 14. Mir war es besonders wichtig, die Mütter mit den Babys zu fördern, weil das sind die Letzten, die Deutschkurse bekommen. Und dann haben wir tatsächlich, also die durften nur kommen, wenn sie tatsächlich ein Baby hatten und Frauen hinter verschlossenen Türen sind ja alle gleich. Die haben ganz ähnliche Probleme, sie wollen was für ihre Kinder, sie wollen sich mit den Erzieherinnen unterhalten, mit den Lehrern unterhalten und sie wollen, manchmal sind wir einfach nur in den Supermarkt gegangen und haben im Backregal geguckt, wie das alles heißt. So. Und die Babys und Kleinkinder hatten den Vorteil, dass sie schon in so ein deutsches Umfeld kamen, also der Kulturschock bis zum Kindergarten war da nicht so groß. Mhm.
Und das ist tatsächlich, mussten wir beenden mit dem Beginn von Corona. Und ich bin gerade dabei zu gucken, kriegen wir das jetzt wieder hin. Ich drücke Ihnen dabei alle Daumen, die ich habe. Aber Sie haben gerade schon von wir gesprochen. Auch hier kann ich mir vorstellen, es braucht Verbündete. Es braucht Menschen, mit denen man das zusammen macht. Wen konnten Sie denn alles gewinnen für Ihre Arbeit? Also wir hatten im Kleinen Frauen, die bereit waren, diese Kinder zu betreuen gegen ein kleines Honorar. Und nach dem zweiten Kurs konnten wir dann schon ehemalige Kursteilnehmerinnen engagieren. Und es durfte immer eine Deutsche und eine von den Geflüchteten zusammenarbeiten, damit die auch ganz sicher Deutsch sprachen, auch mit den Kindern ganz sicher Deutsch sprachen in diesen drei Vormittagsstunden. Naja, und da muss man natürlich die Kommune irgendwie ins Boot kriegen, denn irgendwann, bis dahin haben wir noch die Kinderbetreuung über einen Verein, den wir gegründet haben, finanziert, aber pünktlich zu Corona wäre das Projekt komplett ausfinanziert gewesen und daran arbeiten wir jetzt gerade wieder. Auch da, wir drücken die Daumen. Aber erst einmal bekommen Sie für Ihr wunderbares Engagement den Oberbayer Award heute überreicht. Liebe Marion Welsch, und dafür bitte ich Dennis Buchner mit der Urkunde hier zu uns, Judith und Joel Obermeier und Sarah Nachama für das Foto ebenso. Gratulation. Herzlichen Dank. Alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Dinge weitergeben. Wie macht man das am besten? Wir kommen zu einem nächsten Projekt, das genau diese Frage ganz wunderbar beantwortet. Ein weiterer Obermeier Award 2023 geht an das Projekt Zeitzeugen e.V. aus Essen in Nordrhein-Westfalen. ZeitzeugInnen sammeln die Geschichten von Überlebenden und dieser Verein benutzt sie, um junge Menschen dann den Stellenwert der Geschichte und die Bedeutung von Empathie nahezubringen. Und auch hier gibt es noch einmal einen kleinen filmischen Eindruck. Zeitzeugen e.V. macht junge Menschen stark, sich gegen Antisemitismus und andere Diskriminierungsformen einzusetzen. Und das machen wir, indem wir die unglaublich bewegenden und besonderen Lebensgeschichten von Holocaust-Überlebenden an ihrer Stelle weitererzählen an junge Menschen. Denn wir haben die Erfahrung gemacht, dass diese besonderen Geschichten den Kindern und Jugendlichen einen Zugang zu dieser Zeit geben, dass sie ihnen ganz viel Wissen über diese Zeit mitgeben, aber vor allen Dingen, dass sie ermutigen, sich einzusetzen für eine Gesellschaft, die sich ganz lautstark macht gegen Antisemitismus und gegen andere Formen von Diskriminierung. We created the word Zweitzeugen, which you could translate with secondary witness. The meaning is that we, as we listen, we, as we dive into their stories and we dive into what happened during the time of the Shoah, of the Holocaust in World War II, that is how we become secondary witnesses. As such, we can work and tell these stories to others. Das wirklich Unglaubliche bei den Zweizeugen ist, dass nicht einfach nur die Geschichte einer Person quasi vorgelesen wird, sondern dass sie wirklich versuchen, deren Vita zu verstehen, deren Gedanken zu verstehen, mit anderen Worten, sich wirklich in diese Person herein zu versetzen. Und mein Vater war sehr, sehr nicht nur froh, sondern auch erleichtert geradezu, dass er über die Zweizeugen Multiplikatoren gefunden hat, die seine Lebensgeschichte nunmehr weitertragen können an eine junge Generation. I was very impressed by their goal that they wanted to keep those stories alive. I mean, who is going to tell my story when I can't anymore? Und deswegen ist es so ein besonderes Geschenk, glaube ich, wenn jemand die ganz persönlichen Erlebnisse und Geschichten mit einem teilt. Das ist wahnsinnig berührend. Die Geschichten zeigen vor allem Menschen. Sie zeigen Menschen, die ein ganz normales Leben hatten, wie unsere SchülerInnen auch, die in diesem Raum sitzen. Und sie können sich ja identifizieren an manchen Stellen. Und das ist etwas, was für sie unglaublich wertvoll ist,
wo sie schon mal so merken, okay, warum habe ich vielleicht ein Vorurteil? Warum gibt es vielleicht ein Stereotyp? Oder warum grenze ich jetzt vielleicht eine Person aus, wenn sie doch auch nur ein Mensch ist und vielleicht auch sehr ähnliche Interessen hat wie ich, aber ich das gar nicht weiß? Für mich war das Ausschlaggebende zu hören, dass, also dieses Lebendige, dass man von anderen Leuten hört, wie das Leben da war. Dass man mitbekommt, dass es genau solche Stories wie Elisheva gab, die fliehen mussten. Okay, warum mussten die fliehen? Wie kam das dazu? Wie haben die sich von ihren Liebsten getrennt? Und wie haben die kommuniziert, wenn sie kommunizieren konnten? Und solche Fragen haben einen immer weiter angetrieben. Ich glaube, was unserer Gesellschaft im Allgemeinen einfach fehlt, ist Kommunikation und mehr Zusammenhalt. Und das wird, also beides wird in diesem Workshop halt einfach gestärkt. Aber entspannender wird es, wenn wir irgendwann von der Geschichte weggehen und schauen, okay, so sah Antisemitismus damals aus. Aber das war ja nicht nur eine Zeit, die von 33 bis 45 behandelt, in der Zeit, wo es dann Antisemitismus gab, sondern Antisemitismus gab es lange Zeit vorher und die gab es auch heute noch. Und wie hat sich der gewandelt? Wie kann man Antisemitismus erkennen? Und was kann man vielleicht auch dagegen tun? Here you and I are. It's not our fault that that happened. We were not there. You don't have the responsibility for that, because that's often the question. Am I responsible? Well, you were not there. But you know what? You and I, we are responsible that this will not be forgotten. So that is our responsibility. That is what we share. And this is what we can do. Zweitzeugen is my best storyteller and tell the story to others. Zweitzeugen, I hope everybody knows by now what Zweitzeugen is. Those who tell our stories, who go to schools and give workshops. Ich muss sagen, als das Projekt sich dem Ende geneigt hat, waren wir alle extrem stolz auf uns. Denn wir Jugendliche sollten versuchen, das Geschichtliche, die Vergangenheit nicht dabei zu belassen, sondern auch für uns heute in die Gegenwart und in der Zukunft weiterzutragen. Ich glaube, wenn ich bei uns ins Team gucke, sind das alles Menschen, die sich von einer Überlebensgeschichte haben inspirieren lassen, berühren lassen, die aber vor allen Dingen daran glauben, dass wir in einer Gesellschaft leben, die Menschen, egal welcher Religion, aber auch egal welcher Sexualität, welche Herkunft, einfach akzeptiert. Wenn ich überlege, wofür stehen die 120 Ehrenamtlichen bei uns im Verein, dann ist das eine tolerante, akzeptierende Gesellschaft. Well, our vision is that every person in Germany and especially young people will become second witnesses as well. And a second witness is being, that means to be a person who listened and who understands how important remembrance is and how important it is to take a stand. Ein Obermeier Award 2023 geht an Zweitzeugen e.V. Herzlichen Glückwunsch und ich bitte nun stellvertretend für das Projekt Nina Taubenreuther, Ruth Anne Damm und Sarah Hüttenbehrend auf die Bühne. Hundert 20 Ehrenamtliche haben wir gerade in dem Film gehört. Wie kommen die Menschen zu Ihnen, beziehungsweise wie findet ihr die Menschen, die Lust haben mitzumachen? Auf ganz unterschiedlichen Wegen. Also es gibt ganz oft Themen oder Projekte, die wir ausschreiben, wo wir sagen, hier bräuchten wir noch Unterstützung zu bestimmten in bestimmten Bereichen. Wir haben aber auch ganz oft den Fall, dass sich Menschen freiwillig bei uns melden und sagen, hey, ich habe gehört, was ihr macht, ich habe das gelesen. Oder ihr wart mal bei mir in der Schule, auch das passiert. Und ich möchte gerne mitmachen. Und wo kann ich mich einsetzen? Und wir haben so viele Bereiche, da ist für jeden was dabei. Nina, wie kamen Sie denn dazu? Wir haben uns tatsächlich kennengelernt durch ein anderes Projekt. Und ich war auch sofort begeistert. Und wir haben dann ein gemeinsames Projekt gestartet, noch bevor ich Teil des Teams wurde. Ich war vorher in einem Projekt, da haben junge Geflüchtete ihre Geschichte vor Schulklassen erzählt. Und wir haben es dann tatsächlich, wir haben eine Geschichte identifiziert, eines Zeitzeugen, der ganz viele Parallelen hatte mit einer geflüchteten Geschichte, was den Fluchtweg, also es war auch eine Fluchtgeschichte,
was den Fluchtweg anging. Und die haben wir parallel erzählt. Und das war auch wunderschön. 70 Jahre dazwischen, viele gleiche Orte. Und so diese Geschichten, alle beide sozusagen ins Hier und Jetzt getragen. Ja. Ruth Anne, wie kamen Sie dazu, sich zu engagieren bei den zwei Zeugen? Also ich gehöre mit Sarah zu den Gründerinnen vom Verein. Und wir haben vor 12 Jahren, stecken wir noch mitten im Studium, waren irgendwo zwischen auf jeden Fall vielen Klausuren und mündlichen Prüfungen, zwischen Bachelor und Master eigentlich. Uns hat sehr berührt unsere Unwissenheit, auch schockiert, ehrlich gesagt, wie wenig wir eigentlich wussten, was nach dem 8. Mai 1945 passiert ist. Ganz oft in unserer Geschichtsschreibung reden wir über eine Zeit, die vielleicht noch mit den Novemberpogromen 38 beginnt und am 8. Mai Kapitulation Deutschland ist vorbei. Antisemitismus ist vorbei, müssen wir ja nicht mehr drüber sprechen. Das war das Gefühl sozusagen, was wir hatten. Aber de facto ist es völlig anders, natürlich. Mhm. Und wir haben uns halt gefragt und waren auch erschrocken, wie wenig wir davon wussten. Wir haben erfahren, wie viele Überlebende noch heute unterhalb der Armutsgrenze leben. Wie prekär Lebensbedingungen noch immer für sie sind. Und wir wollten gerne erfahren, wie ist es, wenn man das überlebt hat? Kann man wieder lernen, einem Menschen zu vertrauen? Kann ich wieder lernen, einen Menschen zu lieben? Kann ich meiner Bildung, der ich beraubt wurde, so brutal, kann ich die wieder nachholen? Und dann haben wir uns auf Spurensuche begeben und wir haben bis heute 37 Überlebende getroffen und ihre Geschichten auch schon an mehr als 21.000 Kinder und Jugendliche getragen. Und helfen Sie uns, dass wir nie, nie aufhören möchten. Wir möchten eine Gesellschaft voller Zweizeugen. Sie haben gerade schon ein wenig über den Prozess gesprochen. Das heißt, Sarah, Sie lassen sich die Geschichten erzählen. Sie treffen diese Menschen möglicherweise auch öfter. Ich weiß es nicht. Vielleicht können Sie uns darüber ein bisschen was erzählen. Wie wird aus der direkten Begegnung zwischen zwei Zeugen sozusagen und den Überlebenden dann das Projekt für die Schule? Welche Wege geht das genau? Ich glaube, das ist ganz ähnlich wie bei vielen Beispielen, die wir heute gehört haben. Am Anfang steht da ein offenes Ohr und ein offenes Herz. Und tatsächlich funktioniert das sogar, wenn jemand den oder die Zeitzeugin gar nicht direkt getroffen hat, denn wir müssen ja in die Zukunft schauen. Das heißt, es geht darum, dass jemand in unserem Team, ob wir das waren oder einer der vielen Ehrenamtlichen oder Mitarbeitenden, so eine Geschichte kennenlernt und ja, in sein Herz lässt, in ihr Herz lässt. Und diese Geschichte nehmen wir dann mit in Gruppen für Kinder und Jugendliche, in Schulen, in Fußballvereine, außerschulische Bildungsorte und erzählen davon. Und erzählen auch ganz ehrlich, warum ist denn diese Geschichte mir so wichtig geworden? Was habe ich daraus gelernt? Und was nehme ich daraus mit? Warum ist es denn wichtig, dass ich die heute erzähle? Aber Sie bereiten sie auch nochmal auf, wenn ich das richtig gesehen habe. Nicht wahr? Mit Karten, persönlichen Dokumenten möglicherweise, die Sie sichten konnten. Also wann wird eine Geschichte tatsächlich zu einer Geschichte auch in der Schulklasse? Durch das gesprochene Wort, aber dahinter steht ganz viel Grundlage und Basis. Das Gespräch, das wir mit den Zeitzeugen geführt haben, haben wir aufgezeichnet und transkribiert, abgeschrieben. Wir bereiten es auf in Form von Veröffentlichungen, Magazine, die man auch weiter und mitgeben kann. Wir erzählen die Geschichten dann in einer Ausstellung weiter, mit der wir von Ort zu Ort ziehen. Und eben in didaktischen Konzepten. Das heißt, wir haben mit unserem didaktischen Team tatsächlich auch einfach ein Konzept entwickelt, wie man Kinder und Jugendliche auch schon ab der 4. Jahrgangsstufe von diesen Geschichten erzählen kann. Was ich ganz toll finde als Idee, aber was mich dann wirklich nochmal berührt hat, und damit habe ich nämlich nicht gerechnet, dass auch die ZeitzeugInnen fast schon erleichtert sind, die sie sprechen, dass ihre Geschichte weitergetragen wird. Sind die auch ab und an noch dabei bei den Gesprächen mit den Schülerinnen und Schülern? Also wir haben immer wieder die Situation, dass die auch mal einen digitalen Abend mit uns machen. Es gab auch noch Zeiten, da haben sie es in Person gemacht. Aber ganz ehrlich, es ist für die meisten einfach zu anstrengend geworden. Und es ist auch retraumatisierend. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Tatsächlich erleben wir als Verein sehr viele, viele Anfragen von unterschiedlichsten Menschen, Interessierten und Presse, die alle noch unbedingt den Zeitzeugen oder die Zeitzeugin sprechen möchten. Und wir merken schon, wie viele Anfragen da sind.
Hannah Pick, eine kürzlich verstorbene Zeitzeugin, zuletzt in Israel lebend, bekannt auch als eine Freundin von Anne Frank, die hat uns sogar kontaktiert und die hat gesagt, ich kann nicht mehr, ich bekomme so viele Anfragen. Jahrzehntelang hat mich keiner gefragt und jetzt sind jeden Tag so viele Anfragen. Hilft mir sozusagen. Ne? Und das müssen wir uns auch vor Augen führen. Ja. Das heißt, auch das ist beidseitig. Ihr sucht nicht nur, sondern die Menschen kommen auch zu euch und wollen ihre Geschichte erzählen. Vielen Dank für eure wunderbare Arbeit. Zwei Zeugen e.V., liebes Publikum, erzählen Sie es weiter. Dennis Buchner mit der Urkunde. Und jetzt, ich weiß, es sind nicht alle 120 Ehrenamtliche da, aber einige, die kommen mit aufs Foto mit der Familie Obermeier, Judith und Joel und Sarah Nachama. So, jetzt brauchen wir das Weitwinkelobjektiv, lieber Fotograf. Alle recht freundlich einmal zu dem Kollegen. Also das müssen wir jetzt noch so ein bisschen hier choreografieren. Passt, sehr schön. Ein Applaus. Herzlichen Dank, Zwei Zeugen e.V. So, das waren erst einmal die Preise. Zeit für Musik. George Gershwin, Oh Lady Be Good, Luca Kastelitz und sein Kollege sind für uns heute Abend da. Bitte.
Super. Vielen, vielen Dank, das Luca Castellitz-Duo. Ja, liebes Publikum, das war also die diesjährige Preisverleihung der Obermeier Awards. Ihnen alle sei nochmal gedankt an dieser Stelle für Ihr großartiges Engagement. Und ich wünsche Ihnen viel Kraft, gute Nerven für alles, was Sie noch vorhaben und PartnerInnen, die Sie brauchen für das alles. Vielen Dank an die Familie Obermeier selbstverständlicherweise, die das Ganze möglich macht. Herzlichen Dank. Ein wertvolles Engagement, was wirklich seine Kreise zieht. Und das ist immer wieder faszinierend zu sehen, welche Projekte aus Projekten entstehen im Hier und Jetzt. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und gebe das Wort zum Schluss noch einmal an den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin, an Dennis Buchner. Vielen Dank, liebe Shelley Kupferberg, erstmal für die souveräne Moderation des heutigen Abends. Aber ich möchte natürlich hier, bitte. Dankeschön. Ja, auch nochmal den großen Dank an Familie Obermeier richten, die in so hervorragender Weise und generationenübergreifend das Engagement ihres Ehemannes und Vaters weiterführen und die ja nicht nur dafür sorgen, dass wir in jedem Jahr wieder 6 fantastische Projekte wie heute Abend kennenlernen dürfen, sondern sie sorgen auch dafür, dass sich die Projekte untereinander vernetzen können und Engagement weitergetragen wird und dadurch die Welt ein bisschen besser wird. Und das ist, glaube ich, im Moment auch besonders wichtig, denn auch das will ich heute Abend einmal sagen. Wir haben viele tolle Projekte gesehen, Projekte, die, glaube ich, auch Mut machen, denn was Jüdinnen und Juden in Deutschland passiert ist, das begann mit Ausgrenzung, später mit Entrechtung und mit Vorurteilen, die in die Welt getragen wurden. Und ich glaube, wir müssen tatsächlich alles tun im Sinne von nie wieder dafür zu sorgen, dass das nicht wieder passiert. Nicht Jüdinnen und Juden, aber auch anderen Bevölkerungsgruppen nicht. Und wir leben in einer Zeit, die schwierig ist, in der möglicherweise wieder Sündenböcke gesucht werden, in der Menschen diskriminiert werden, weil sie eine andere Hautfarbe haben, eine andere Herkunft haben, vielleicht eine andere Religion haben oder keine Religion mehr, anderes lieben oder vielleicht auch anders aussehen, eine Behinderung haben. Und ich glaube, die Lehre aus Abenden wie heute, aus unserer Geschichte, aber muss sein, dass wir nie wieder ausgrenzen dürfen und dass wir diese Gesellschaft zusammenhalten. Und ich will mich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie mit Ihren Projekten dazu beitragen, dass das passiert und dass dieser Gedanke weitergetragen wird. Und insoweit blicke ich auch mit großer Freude schon voraus auf das, was wir im nächsten Jahr wieder erleben werden. Und ich bin mir sehr sicher, dass die Obermeier Foundation gemeinsam mit der Jury wieder großartige Projekte finden wird und wir auch im nächsten Jahr wieder sagen können, wir haben Menschen getroffen, die die Welt ein bisschen besser gemacht haben. Herzlichen Dank an alle, dass Sie heute unsere Gäste waren oder die Sendung verfolgt haben.